Über 400 Bäuerinnen und Bauern beim Agrarforum der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich in einem der schwierigsten Jahre für die heimische Landwirtschaft. Zuerst der Frost, dann die Unwetter, der Russland-Boykott und wieder einmal Fleisch- und Milchpreise im freien Fall. Eine Schadensbilanz, die also gigantisch ist. Dank einer hervorragenden Risikoversicherung kann hier vieles abgemildert werden. Aber was sind die Herausforderungen? Die Frage auch der künftigen Märkte. Wo können wir mit jener Ware hin, die wir produzieren? Wir werden in Zukunft wesentlich mehr zuerst in die Produktion zu investieren haben. Vor allem aber in den Exportbereich, damit also das, was produziert wird, auch abgesetzt werden kann. Tatsache ist, viele Jungbauern machen nicht mehr weiter. In den kommenden 20 Jahren wird jeder vierte Betrieb zusperren. Für uns ist in dem Zusammenhang dann wichtig, dass junge Menschen, die vielleicht ein Jahrzehnt oder auch mehr außerhalb der Landwirtschaft sind, dass wir diesen das Interesse für die Landwirtschaft hochhalten und durchaus wieder Optionen geben, dass sie zurückkommen können. Denn eines ist auch ein Ergebnis unserer Zeit. Zwei Generationen, rein vom Pensionsalter her, nebeneinander, ist in kleinen Betrieben heute einfach nicht Platz. Aber man wolle keinesfalls jammern. Vieles verändert sich gerade, aber genau das bringt auch große und vor allem neue Chancen mit sich. Man dürfe nur nicht auf altbewährtem sitzen bleiben, so die Jungbauern. Wir sind sehr viel unterwegs, gerade das letzte halbe Jahr. Angefangen von Food Cops, was am Anfang belächelt worden sind, die gedeihen. Food Cops, das sind so Gemeinschaften, die zu gewissen Standorten regionale Produkte bringen und dann wieder verteilen, ja, selbstständig, ohne einen Lebensmittelhandel. Also auf Internetbasis zum Beispiel. Ich habe auch viele Landwirte oder junge Landwirte als Freunde und die suchen auch einfach immer Wege über neue Produktionsschienen, da was zu machen. Wie zum Beispiel die Kürbisse liegen jetzt bei uns gerade überall neben die Straßen umeinander. Oder auch die Saatgutvermehrung, ja, das sind einfach Dinge, die Jungen jetzt angehen. Österreich werde den Wettbewerb mit internationalen Billiglohnproduzenten nicht aufnehmen, heißt es aus der Landwirtschaftskammer. Bessere Produkte mit besserer Qualität, wenn auch zu höheren Preisen. Gerade das sei die Chance. Das ist ein unheimlich großer Bedarf auch in Europa an Qualität, an etwas teureren und wirklich hervorragenden Lebensmitteln. Da sind die österreichischen Bäuerinnen und Bauern erste Adresse. Auch die größte Regionalbank des Landes will weiter in Lebensmittelqualität investieren. Nicht nur bei den Unternehmensbeteiligungen, auch bei den heimischen Bauern selbst. Rund 9 von 10 Landwirten arbeiten allein in Oberösterreich mit Raiffeisen zusammen. Wir haben ja in jeder Raiffeisenbank und besonders in jedem Bezirk geschulte Agrarbetreuer, die dann mit dem einzelnen Landwirt dementsprechend die Chancen und die Risiken einer Finanzierung durchgehen. Und da spüren wir es schon, dass viele Landwirte auch nachdenken, etwas Neues zu investieren und dementsprechend auch am Markt tätig zu sein. Es wird sich vieles verändern. Klar ist, ohne Bauern, ohne funktionierende Lebensmittelproduktion geht's auch mit der Gesamtwirtschaft bergab. Allein in Oberösterreich hängen 6 von 10 Arbeitsplätzen an der heimischen Landwirtschaft.